Noch mehr Leaks sowie ein anstehendes Gratis-Update für Die Sims 4 wurden in den letzten Tagen veröffentlicht. Alles dazu jetzt! Zwei neue Sets wurden bereits im letzten Teaser gezeigt, dessen Objekte auch vor kurzem schon geleakt wurden. Jetzt konnte der Simmer Anadius aber noch viel mehr zu den neuen Packs herausfinden, sodass wir jetzt quasi alle Bilder und Infos zum gemütliches Bistro und Riviera Idylle Set kennen. So sehen die Objekte des Baumodus-Packs für ein muckeliges Café aus. Besonders erwähnenswert finde ich auf jeden Fall die offenen Türen, die es sonst nicht so viel im Spiel gibt. Ansonsten aber bietet das Pack auf den ersten Blick keine besonderen Highlights. Zumindest verbirgt sich hinter dem einen Bild des Packs eine Auswahl vieler verschiedener Motive. Bevor es weitergeht, bei Instant Gaming könnt ihr auch viele verschiedene Sims-Packs ordentlich sparen. Link in der Beschreibung. Auch zu Riviera Idylle kennen wir jetzt schon die Objekteauswahl in Form von Screenshots. Wirklich cool finde ich auf jeden Fall die verschiedenen Wasserfallfelsen, die auf dem Objektebild nur wie normale Steine aussahen. Auch den pompösen Pavillon wird der ein oder andere bestimmt öfters in seinem Spiel verwenden. Alle, die es gar nicht mehr abwarten können, die beiden Sets erscheinen nächste Woche Donnerstag, den 30. Mai, damit aber noch nicht genug. Es wird ebenfalls ein neues Gratis-Update geben. Wie nämlich ein Banner im Sims 4 Hauptmenü vor einigen Tagen verraten hat, werden wir neue Inhalte in Form eines Gratis-Updates erhalten. Damit würde Dienstag, der 28. Mai, in Frage kommen. Auch auf Twitter hat Madnetic, ein Entwickler bei den Sims, bereits geteilt, dass er sich sehr auf den kommenden Inhalt freut. Lassen wir uns mal überraschen, was es wird. Beachtet, dass es wohl etwas mit dem Cast zu tun haben wird, da es sich laut Teaser um stilvolle Inhalte handelt. Was denkt ihr zu den neuen Sets? Welcher Inhalt ist aktuell euer Favorit? Also dann, bis zum nächsten Video.